Guten Morgen Leute, heute schauen wir auf Gold, Euro, US-Dollar und US-Dollar, japanischer Yen. Der US-Dollar bringt nämlich ganz schön Bewegung in die Märkte und deshalb heute auch mal der Blick weg von den Währungen, weg von den Indizes, erst einmal auf die Rohstoffe und zwar auf den Gold. Dazu gab es übrigens auch eine Anfrage, ob ich nicht mal den Goldpreis ein bisschen näher unter die Lupe nehmen kann. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Zuvor wie immer, wenn wir hier loslegen, der Risikohinweis, ich bitte das in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das besprochen und an dieser Stelle natürlich auch wie die immer. Die Bitte, wer eine Frage hat, rein in die Chats auf Facebook oder Zoom. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne. Ich schalte gleich nochmal hier auf Zoom die Fragefelder an. Und dann kann ich auch da loslegen. Wie immer, wie jeden Morgen, würde ich mich freuen, irgendwie ein bisschen Lebenszeichen zu sehen. Das Bild und Ton gut übertragen werden. Facebook scheint zu funktionieren. Da kommt das schon. Danke dafür. Auf Zoom. Na, da gibt es doch gleich auch noch jemanden, der Hallo sagen möchte und mir zeigt, das Bild und Ton dann gut sind. Ju, wir machen weiter. Lassen hier nicht viel anbrennen, nicht viel Bummelei. Der Sendungshinweis für morgen nochmal. Michael Vogt ist bei uns hier live in der Sendung. Thema die vier schlimmsten psychologischen Fallen. Das wird echt. Eine mega Nummer. Kennt sicherlich jeder auch aus eigener Erfahrung, was die Psyche so alles für Spielchen treibt. Es wird interessant, was wir hier morgen miteinander plaudern werden. Das dazu und dann schauen wir auf die Nachrichten für den heutigen Tag. Wir sehen es hier: heute ist Donnerstag, der 24. September und wir bekommen um 10 Uhr hier Daten von der IFO und zwar den IFO-Geschäftserwartungsindex und die aktuelle Lageeinschätzung und den Geschäftsklimaindex. All das hier um 10 Uhr. Wir werden sehen, wie es ausschaut, wenn wir uns mal die Prognosen anschauen. Die gehen allesamt von einer leichten Steigerung aus. Keine gravierenden Steigerung, aber leicht sollte es schon sein. Wir werden sehen, was in Echtzeit dann bei rauskommt, das Ganze für den Monat September. Wichtig ist das allemal für die deutsche Wirtschaft und auch für natürlich unseren deutschen Leitindex. Ansonsten, was haben wir heute noch aus Großbritannien? Bekommen wir die CBI industrielle Trendumfrage, Thema Auftragseingänge für den August, auch das interessant zu sehen. Bei den Briten ist ja momentan einiges, ja, sage ich mal, under Fire. Äh, Thema Brexit, ja, das ist eine Sache, die scheint echt. Kein Ende zu nehmen. Mal schauen, wo wir Ende des Jahres hier stehen. Ich glaube, die Androhung der Briten, das äh, Ganze ohne Deal zu naja, beenden, wird immer, immer größer. Wir werden sehen, die Briten, ob sie sich damit langfristigen Gefallen tun. Man weiß es nicht. Die EU hat ja Zweifel dran. Deswegen hält man so auch an diesem ähm, ganzen äh, Binnenmarktgeschäft auch fest. Es ist ein Reisthema hier. Das sehen wir immer wieder. Ansonsten heute Nachmittag aus den USA bekommen wir die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Und ja, hier steht es drin, FED-Vorsitzender Paul nimmt erneut Stellung. Auch das kann immer mal so ein bisschen Einfluss auf die Märkte entsprechend haben. Gestern ging es ja auch wieder ordentlich zur Sache auf die Unterseite hin. Also hier ist für die Longrichtung ja, der Weg noch nicht wirklich frei. Das Ganze schauen wir uns allerdings bei den tiefen Prognosen bzw. bei der tiefen Analyse der Indizes an. Machen wir entweder morgen oder am äh, Montag dann entsprechend nochmal im Detail. Morgen ist ja der Michael Vogt hier. Da will ich die Zeit für ihn etwas aufsparen. Aber wir schauen, wie es wird. Gut. Also das die Nachrichten für den heutigen Tag. Tja, und was machen wir jetzt? Jetzt schauen wir auf das, was ich angedroht habe den Goldpreis. Ich habe es ja schon geschrieben im Blog zu den heutigen Handelsideen, beziehungsweise dort veröffentliche ich das. Der Blog wird, denke ich mal, äh, ja, irgendwann in den nächsten Tagen bei Tickmill auch wieder ganz normal funktionieren. Da wurde ja umgestellt technisch und da gibt es momentan ah, ja, ein paar Sachen, die noch nicht sauber funktionieren. Deswegen ähm, kommt das Ganze hier, ja, ich denke mal, in der nächsten Woche irgendwann wieder ganz normal in den Gang. Aber hier... Freunde, Gold, ja, was haben wir dieses Jahr für eine Rallye im Gold gesehen? Und wenn wir einfach mal schauen, wo das Ganze, die ganze Rallye hier losging, deswegen habe ich jetzt mal den, den, den Wochenchart aufgemacht. Wir brauchen mal das, den Blick entsprechend hier ins große Bild. Da muss ich mich mal so ein klein wenig zur Seite drehen. Schaut euch das an hier, die, Initial, die initiale, sage ich mal, Zündung für diesen ganz, ganz großen Start, die kam schon deutlich tiefer, die kam hier unten im, wann war es gewesen, Juni, nein, August 2019. Aber die Initialzündung für das, was jetzt hier kam, äh, diesen großen, großen Bereich hier oben rauszunehmen, den wir hier haben, diesen Deckel oben bei 1360 Dollar für die Fein und so Gold. Das war der ausschlaggebende Punkt für diesen Rallye-Schub nach oben, bis auf das Allzeithoch bei 2.000 und knapp 75 US-Dollar hier für die Feinunze Gold. Und das ist interessant an dieser Stelle zu sehen, was jetzt hier passiert. Und an dieser Stelle, die wir jetzt hier haben, ist der Weg halt ja nach unten hin aktuell ziemlich weit offen. Also das Tor, ja, das steht tatsächlich äh, sperrangelweit offen. Und Sperrangelweit offen hier äh, im Gold bedeutet, dass der Markt durchaus deutlich tiefer noch nach unten gehen kann. Wir sehen das hier äh, im Goldmarkt unten drinnen. Wir haben hier ein leichtes Kauflevel bei 1818. Dieses Level hier, das schauen wir uns gleich im Tagesschat noch nochmal an. Äh, für diejenigen, die das nicht sauber erkennen können, weil es ist halt in den kleineren Zeiteinheiten einfacher zu machen. Und ich weiß, ich habe hier einfach einen Erfahrungsvorteil. Das ist mir schon das ein oder andere Mal geschildert worden. Aber hier gab es einfach ein verharren drunter und dann den Schub oben drüber. Deswegen ist das mal ein wichtiges Level. Und dann hier, das sieht man natürlich im Wochenchart auch sehr, sehr schön, ein größerer Auffangbereich. Wenn die 1818 nicht halten sollten, wäre mal hier der Ausbruch, hier das Kauflevel über der Marke oder um die Marke von 1755 Dollar. So rum, jetzt haben wir es dann. Das ist da. Und dass wir jetzt wirklich sehr, sehr angeschlagen ausschauen, das sehen wir an der aktuellen Entwicklung hier. Wir hatten schon im Tageschart mal das Dreieck im Gold besprochen, wo wir hier das Ganze als korrektives Dreieck gesehen hatten ähm, und äh, die Liste hier bei diesen Dreiecken oder was heißt die Liste, die Seiten, beide Seiten haben ja charmante, sage ich mal, Möglichkeiten. Ne? Der Ausbruch nach oben wäre das Long-Signal gewesen, der Ausbruch nach unten ist jetzt das Short-Signal und dass wir jetzt hier den Bruch nach unten sehen und zwar auch mit so einer starken Dynamik, das zeigt uns einfach, dass wir hier momentan sehr, sehr angeschlagen sind und einer der Gründe dafür ist, die mir bereits erwähnte US-Dollar-Stärke. Ja? Man muss sich das einfach mal so vorstellen. Ähm, man bekommt für ähm, einen Kilo oder eine Unze Gold eine bestimmte Menge an US-Dollar. Und wenn der US-Dollar jetzt sozusagen die Kaufkraft mehr wert wird, dann sinkt entsprechend der Goldpreis bei sonst anderen, bei, bei sonst stabilen äh, sozusagen ähm, Gegebenheiten. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Der stärkere Dollar drückt hier auf den Goldpreis und das spielt der Markt. Und dabei werden natürlich dann auch charttechnische Marker gerissen und dadurch kommt dann so eine Katastrophe. Kaskaden auch nach unten zustande und wir sehen es hier: diese große, starke, lange, schwarze Kerze, die ist jetzt entscheidend gewesen und wir sehen, wir sind mittlerweile unten drunter gefallen. Deswegen habe ich hier im Wochenchart auch mal dieses Tief hier: das ist das, das Tief von 1, 2, 3, 4, 5, vor 6 Handelswochen haben wir das Tief gehabt. 1862 Zähler. Der Markt kennt hier momentan kein Halt mehr, er ist unter dieses Level drunter gelaufen. Das war halt eine Unterstützung. Wir sehen, sie sind hier draufgelaufen und direkt wieder hoch ran. Ähm, von der Seite her muss man jetzt drauf achten, was hier passiert. Und aktuell laufen wir halt wirklich unten drunter. Und wenn das ein nachhaltiger Rutsch wird, ja, wir sehen ja auch manchmal diese Spikes. Deswegen spreche ich hier von nachhaltig. Nachhaltig heißt halt für mich, wenn das jetzt nicht nur einmal drunter geht, sondern dass man das Ganze im Abverkauf dann sieht, in den Kaskaden nach unten. Das ist dann nachhaltig. Und dann ist der Weg tatsächlich hier für die Planung offen. 1818 US-Dollar beziehungsweise 1755 US-Dollar hier mit Blick in den Dollar-Chart und das Ganze. Das schauen wir uns jetzt mal ähm, in den kleineren Zeiteinheiten an. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal kurz in den Tag rein. So, Leute, und da muss ich mal ganz kurz hier noch was rausnehmen, was ich jetzt hier gerade noch nicht brauche für den Tag. Und wir sehen es im Tag momentan, äh, das Ganze, dass die Nachhaltigkeit des Bruchs auch reinkommt. Ne? Das Level hier unten, was wir hier sehen, die 1000. 862 Punkte-Marke. Das war gerade das Tief, was wir im Wochenchart gesehen haben. Und das ist halt der Punkt, der Marker, wo wir jetzt hier nach oben gelaufen sind, hier bis oben ran und sich dann das Dreieck entsprechend ausgebildet hat. Der Bruch hier von durch das Dreieck, durch die Unterseite, ist jetzt drei Tage her. Den hatten wir auch besprochen, wenn es nach unten bricht. Das Schutzszenario hatten wir hier analysiert. Und jetzt kommt es halt genau drauf an, was hier passiert. Und hier sehen wir, wir sind gestern drunter gelupft. Und jetzt wird es bestätigt. Jetzt wird es nachhaltig, ja. Und diejenigen, die sich sagen, okay, wir traden das Ganze beispielsweise auf Tagesbasis, die warten quasi ab, was aus dem heutigen Tag wird. Nicht, dass das wieder ein Spike-Tag wird, der einfach nur nach unten lupft und dann so aussieht, wie die so Kerze hier. Schön nach oben anhofft. Das kann auch passieren. Das ist immer so ein bisschen, Leute... Passt das Ganze bitte an euer Handelsstil an, ja? Und damit könnt ihr dann arbeiten. Deswegen mache ich die Analysen hier auch immer auf verschiedenen Zeitebenen, dass für jeden was dabei ist. Also für den kurzfristigen Trader, genauso wie für die Traderinnen oder Trader, äh, die jetzt hier nebenberuflich traden und sich sagen: Okay, wir haben genug Platz nach unten. Ich nehme einfach mal einen etwas längeren Ritt mit. Und das sehen wir hier momentan im Gold. Und wie schon gesagt, im Goldpreis wird ersichtlich, was ich gerade in der Woche schon angedeutet hatte. Und zwar hier dieses Kauflevel bei 1818 ich skizziere das noch mal eben ganz kurz hier mit meinem Zeichentool dass wir dort tatsächlich die Kaufzone haben die sich entwickelt hat und zwar ist das genau der Bereich den wir hier an dieser Stelle haben schaut mal hier das war sozusagen eine seitwärts laufende korrektur in diesem bereich hier das heißt hier hat sich der markt schön nach oben entwickelt auch im kleinen ist er schön geschwungen hier ich muss das jetzt mal mit der hand skizzieren weil ich gerade nicht benutzen kann schaut euch das mal an hier wir sind hier wirklich hochgelaufen und sind hier im kleinen äh, schön nach oben geschwungen hier schön durchgelaufen und dann hier die seitwärts korrektur dann hier das Ganze nach oben so hier reingezeichnet und man hat es halt auch noch untergeordnet, kann man auch noch sehen, was hier unten gekommen ist. Also hier diese kleineren Sachen, die wir sehen, diese kleinen feinen Dinge, äh, die wir damit haben. Da fließt so einiges ineinander, Thema Trendgrößen. Ja, und das ist halt der Punkt, ähm, warum wir hier an dieser Stelle halt diese Kaufzone haben. Und dieses Level hier ist halt ausgebrochen bei um die 1818 und da wird sich jetzt zeigen, das wäre mal der nächste planbare Anlauf. Punkt auf der Chartunterseite für den Weitergang nach unten, also hier auf dieses Level rein. Und wenn man es danach weiter nach unten sehen möchte, ins Feine, hat man halt hier um die 1700. Naja, was haben wir hier unten? Unter 90. Das kann ich jetzt gerade nicht nachschauen, liefere ich gleich nach. Und dann haben wir schon hier den Auffangbereich um dieses Ausbruchslevel bei 1755 US-Dollar. Also das ist ein, ein interessanter Marker. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze mal bestimmen wollen, äh, hier an dieser Stelle, müssen wir einfach konstatieren, wo die Marken auf der Unterseite liegen. Und das Ganze schauen wir uns, wie schon gesagt, gleich nochmal im kleineren Kontext an. Ich will bloß mal die Marke hier noch unten reinlegen. schaut, wenn die 1818 nicht hält, ist der nächste Punkt mal hier bei 1790 beziehungsweise dann wirklich hier in diesem Bereich um die 1755 Punkte Marke. Und das bringt mich jetzt dazu, dass wir in den vier Stunden Chartverlauf mal reinwechseln und da sehen wir diese starke Dynamik, wie wir sie momentan in den Tageskerzen auch mit 10 mal aufgeschlüsselt in sozusagen den 4 Stunden Chart und hier sehen wir es welche Aussagekraft so ein Bruch aus dem Dreieck durch die Unterseite hat ziemlich bärisch die ganze Geschichte und was wir hier definitiv halt auch sehen ist folgendes das kann man genauso gut auch auf den Tageschart schauen schaut euch das mal an hier was wir jetzt hier haben wir haben einen Ast reinen Abwärtstrend, auch erstmal im Goldpreis. Und das ist das, was wir zum Beispiel auch in Teilen bei den Indizes sehen. Das sind die Trends, die aktuell kurzfristig die Richtung vorgeben. Und da kann es natürlich immer mal auch zu Rücksetzern kommen, ja, und das ist das, ähm, was jetzt hier den Charme auch für die kurzfristigen Trader auslöst. Wenn es jetzt hier nach diesem Schub unten drunter zu einem Rücksetzer kommt, dann können wir ganz schnell sagen: Okay, wo sind denn Auffangpunkte bzw. Marker, die relevant waren, wo sozusagen Kauf, äh, Verkaufdruck in den Markt gekommen sind. Und wenn wir hier mal ein kleines Stück nach oben rutschen, ja, ich weiß, dass. Sieht hier ziemlich groß aus, aber wir haben halt momentan eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite. Ja, dann wäre das Ausbruchslevel hier das größere um die 1907. Ja? Dieses Level, das kann ich auch noch mal kurz hier skizzieren. Schaut mal, das ist sozusagen der Bereich, den wir hier haben. Dieser Drehbereich, der hat schon immer mal eine gewisse Rolle gespielt und den haben wir jetzt weiterhin. Ja, hier oben war es Unterstützung und dann ist es durchgerauscht. Das heißt, hier hat die Unterstützung aufgehört zu halten. Hier ist dann Verkaufsüberhang gekommen und das ist jetzt der Punkt. Sollten wir hier eine korrektive Phase sehen? Dann könnten wir diese Marke erstmal als ersten Anlaufpunkt nehmen. Das heißt, dort oben dieses Level. Wenn Sie eine Ausdehnung durch eine hohe Volatilität, beziehungsweise wieder durch einen kompletten Richtungswechsel kommen sollten, hier, schaut es euch an, das sind die Marker, die wir dann da haben, dieses Umkehrmuster hier oben, also hier, als wir diese größere Gesamtsituation rausgenommen haben, um dieses Drehlevel bei 1937. Das wären mal die ersten Anlaufpunkte, die wir hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart sehen. Wer sich das Ganze noch etwas tiefer und intensiver anschauen möchte, der bezieht sich auf diesen letzten Rutsch hier nach unten, als wir tatsächlich unter dieses wichtige Wochentief gefallen sind. Und das machen wir jetzt mal mit Blick in den 15-Minuten-Chart. Der zeigt uns nämlich ganz schön, wie es kurzfristig geht. Und das sehen wir hier unten sehr, sehr schön. Schaut es euch mal an. Hier fallende Hochs. Fallende Tiefs. Das ist eindeutig ein Zeichen äh, für die Abwärtsdynamik, die wir hier haben. Und was wir hier halt sehr, sehr schön sehen äh, in diesem Chartverlauf ist auch das größere Bild, was wir hier haben. Ne? Wenn wir uns, uns mal anschauen wollen, hier, schaut euch das ganze größere Bild mal an. Das ist sozusagen jetzt der Abwärtstrend, den wir haben. Und der letzte Rutsch hier, den ich hier mit dieser Linie markiert habe, das ist der Bewegungsarm der vier Stunden. Und das zeigt uns an, wann die Korrektur beginnt. Und die Korrektur beginnt dann, wenn wir hier eine Umkehr haben. Umkehr heißt an dieser Stelle, dass wir hier, ja, sage ich mal, über wichtige Marker laufen. Und wenn wir mal schauen wollen, wo wir hier wichtige Marker haben, dann kann ich sagen, schaut mal, das hier ist doch mit Sicherheit mal ein identifizierbarer. Drehpunkt. Ne? Hier oben ein schöner Widerstand bei 1868 Zählern. Und das ist jetzt der Punkt, wenn wir beispielsweise, ja, ich muss jetzt wirklich sagen, beispielsweise jetzt hier ähm, umdrehen würden, faktisch, ich will jetzt nur mal das Bild aufzeichnen, wie es für eine Longgeschichte ausschaut, dass wir hier irgendwo aus diesem Bereich unten rum rauskommen und dann, wie auch immer geartet, nach oben laufen, dann haben wir die Chancen tatsächlich oben reinzugehen. Und die Anlaufmarker, die wir sehen, die können wir auch sehr, sehr schön schon rausnehmen, gerade für das kurzfristige Trading, ähm, dienen dann natürlich solche Punkte hier oben. Das sind die Zwischenhochs, also da müssen wir erstmal drüber, das ist die 1868 und dann können wir uns oben auch an den Swing Highs orientieren, beziehungsweise hier mal noch an diesem größeren Bruchlevel. Das sind die Marker, die wir haben. In Zahlen ausgedrückt, hier über 1868, drüber 1873, erster kurzer, ein sehr, sehr naher Anlaufpunkt. Also, das auch immer muss nach dem eigenen Gusto geschlüsselt werden. Und dann hier oben dieses Verkaufslevel bei 1800, knapp 95. Und das ist jetzt nicht nur einfach so ein Hoch gewesen, sondern hier sieht man auch, wo dieses Hoch entstanden ist. Und das ist auch wieder in so einer wichtigen Drehzone entstanden, nämlich genau, alt, falsch, genau in diesem Bereich hier, wo wir hier den gesamten Drehprozess hatten. Hier oben, ne? Dieses Level hat eine gewisse Marktrelevanz und diese Marktrelevanz hat dazu geführt, dass wir hier wieder nach unten abgeprallt sind. Das ist mal der kleine Blick sozusagen in Gold geworden. Das zum Goldpreis zur aktuellen Analyse. Und damit gehen wir jetzt rein in die Währungen und zwar. Als Wunschmarkt habe ich sogar auch schon einen bekommen, den Euro-Austral-Dollar. Also wer einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats, auch hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf Zoom, einfach bitte mal einen, einen Titel reinstellen, wer den äh, oder wer den entschuldigt, wer den analysiert haben möchte, rin. In den Chat und dann kann ich mich bestens drum kümmern. Das machen wir auch gleich. Wir starten allerdings mal mit den beiden Währungen, die ich schon avisiert hatte. Und zwar US-Dollar, japanische Yen, Euro, US-Dollar. Dann blicken wir auf Euro, Austral-Dollar. Und hier bekommen wir noch eine Frage gestellt zum NASDAQ. Vielen lieben Dank dafür. Wir schauen auch mal auf den NASDAQ. Ich sehe, der ist von Interesse und das ist ja auch fein. Ja, da gucken viele Leute hin, da kann man ordentlich Bewegung erwarten. Das machen wir gleich. Das heißt, wir schauen mal auf die Uhr. 48 haben wir es jetzt. Ich mache ein bisschen flott und dann kriegen wir das auch alles hin. Gut. Also US-Dollar, japanische Yen. Mein erster Titel hier: Japanese Yen, US-Dollar, japanischer Yen. Wir gehen mal eben in äh, die ganze Analyse hier des Tagescharts rein. Was wir hier sehen, ich zoome es mal kurz etwas ich gehe zuerst in die woche ja und in der woche sehen wir hier natürlich extreme schwankungsbreiten da hat sich an dem gesamten bild jetzt nichts geändert was sich allerdings geändert hat hier an dieser stelle ist die situation dass wir hier unten um die marke von 104 18 124 wieder mal nach oben laufen das haben wir in der vergangenheit ja auch schon öfter gesehen und das ganze schauen wir uns jetzt mal auf tagesbasis an denn wenn wir uns das ganze hier mal näher anschauen wollen sehen wir auf der tagesbasis ich nehme jetzt bloß mal hier kurz die kleineren Level raus, die wir alle nicht mehr brauchen, jetzt hier äh, sehen wir auf Tagesbasis wichtige Level, die wir hier haben. Und zwar sehen wir hier in diesem Bereich hier oben, hoppala, so groß wollte ich es gar nicht haben, das hier oben um die 155, das ist ein Widerstandsbereich, den kann man auch noch ein bisschen dicker ziehen hier an dieser Stelle. Äh, und in diesem Widerstandsbereich wird sich jetzt zeigen, wo wir quasi. Zukünftig bzw. kurzfristig hinlaufen. Ja? Das heißt, hier oben ähm, ist ein Drehlevel und da muss der Markt jetzt zeigen, dass er wirklich stark ist, weil jetzt muss ich den, Stu den Tagesschat mal ein bisschen zusammenraffen. Wir sehen hier natürlich im höheren Zeitrahmen auch den Abwärtsdruck. Ne? Hier durch das äh, MTO in Live-Signal sehen wir ja alles schön nach unten schwingend das ganze das heißt die Grundrichtung ist erstmal definitiv abwärts gerichtet und jetzt ist halt die Frage jetzt stellt sich tatsächlich die Frage wie kommen wir denn jetzt hier raus weil wenn man sich mal den letzten Schwung anschaut dann sieht man halt auch untergeordnet das hier was ich jetzt mal eingeblendet habe das ist weiterhin der Abgabedruck. Also, das ist mal der Zeitrahmen, den wir hier auch sehen auf der Unterseite. Und auch dieser ist abwärts gerichtet. Und da müssen wir einfach einordnen, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, hier, das ist aktuell ebenfalls das, was hier nach unten geht, nach unten trendet. Ne? Das haben wir ja da. Und hier haben wir untergeordnet auch noch diesen kleineren Bereich. Also. Rum wie num, was wir schauen wollen, es sieht abwärts gerichtet aus. Und die Gegenbewegung, die wir jetzt haben, ist quasi ähm, die Gegenbewegung. Und das heißt an dieser Stelle, hier, der Weg nach unten ist jetzt frei. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich die Umkehr bekommen, dann ist der Weg nach unten hin frei und wir können die Level um die 104 erstmal wieder anvisieren. Und das ist jetzt der Punkt, auf den es tatsächlich drauf ankommt, wenn wir uns das mal eben kurz in der Stunde anschauen wollen. Hier haben wir jetzt beide Chancen offen: die Long-Richtung genauso wie die Short-Richtung. Denn wir sehen, der Aufwärtstrend hier, der korrektive Aufwärtstrend, der ist weiterhin aktiv. Ja? Das sehen wir hier, schön nach oben zoomend. Und was wir auch sehen, wir haben oben noch ein paar Anlauflevel. Das heißt, wenn der Markt es gut schafft, hier oben rauszukommen, hier schaut euch das mal an. Hier ist ein Drehpunkt um die 105,81. Das war auch ein größeres Verkauflevel hier drüben. Und der nächsten Punkt, den wir sehen können, ist hier dieser Bereich oben um ja, den Drehpunkt bei 106. Da ist durchaus noch korrektives Potenzial zur Oberseite da, wenn der Markt die Ausdehnung bekommt. Ansonsten Unterseite. Das heißt, drehen wir hier rum ja dann müssen wir einfach oder dann können wir konstatieren in diesem Bereich wenn wir oben rumdrehen die Schwäche reinbekommen erster Anlaufpunkt wäre mal hier dieser Ausbruchsbereich um die Marke von 105 knapp 20 und dann können wir uns schön an den Lower Levels orientieren hier die Swing Lows das wären mal so die Marken wie ich sie hier einzeichne zwischen 104,93 und 104,42 liegt hier noch die 104,83 auf dem Weg nach unten in den Schwungbereich bei 104,20. Das ist das kurz und knapp zusammengefasst im japanischen Yen. Dann schauen wir auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Der ist ja wieder sehr, sehr interessant. Auch aktuell unterwegs zur Unterseite hin. Es gab ein Short-COT-Signal. Der Markt hat hier oben auch rumgedreht. Und wir sehen es halt auch im Zeitrahmen hier. Der Markt möchte, Moment, das wollte ich jetzt gar nicht haben. Der Markt möchte wieder runter. Ja? Das heißt, der Aufwärtstrend, den wir hier zuvor gehabt haben, der wird jetzt erstmal korrigiert. Wir haben es ja gesehen, im höheren Zeitrahmen ist das Ganze noch weiterhin aufwärts gerichtet. Ne? Hier sehen wir mal den Schwung. Auf Tagesbasis nach oben hin. Ich skizziere das mal eben ganz kurz rein hier an dieser Stelle. Schaut mal hier. Das war das ganze Gezappel von unten. Oh mein, ich möchte gerne eine grüne Linie. Das heißt hier, also hier ging es los. Aufwärts, abwärts. Trendbildung, Korrektur, schön nach oben. Das ist mal das große Bild in der Woche. Und dieses große Bild in der Woche wird jetzt sozusagen korrigiert. Und weil das Ganze so weit gelaufen ist, gibt uns der Markt hier halt auf Tagesbasis einen sage ich mal abwärts gerichteten Trend. Wir sehen es und der hat tatsächlich auch die Dynamik da ja, und ich freue mich auch für alle Traderinnen und Trader, die mit uns hier morgens das Ganze auch schon besprochen haben und die Abwärtsrichtung mitlaufen haben. Aber wir haben halt beide Sachen da. Der Euro ist jetzt halt momentan schwach, steht in einer tiefen Bewegung drinnen und hat jetzt sozusagen auch noch Luft nach unten. Ne? Und wenn wir die Luft nach unten mal anschauen wollen, äh, dann haben wir hier sozusagen auch die Drehpunktlevel hier unten, also dieser Drehbereich hier unten um die 1,25 15.7 wäre mal der größere nächste Anlaufbereich an dieser Stelle. Wenn wir uns das Ganze im nahen Bild angucken wollen, da sehen wir ja auch schon diese starke Dynamik der letzten Tage. Und auch da kann es immer wieder passieren, dass wir Rückschnapper bekommen. Und diese Rückschnapper, die wir bekommen, da ist es dann interessant, wo wir raufgehen. Und da sehen wir hier untergeordnet schon mal dieses Level um die 1,16.95. Ja, das ist ja das Level hier an dieser Stelle wo wir sozusagen rausgedreht sind nach unten hin, als wir diese leichte Unterstützung hier unten weggenommen haben. Ähm, deswegen mache ich dieses jetzt auch mal rot. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz noch ähm, zügig im Stundenchartverlauf an. Denn da sehen wir, was wir hier haben. Ne? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich habe ja gesagt, der Weg nach unten ist jetzt offen. Aber sollte es hier zu einem Rückschnapper kommen aus kurzfristiger Sicht, wäre es erstmal sehr, sehr interessant zu sehen, was macht der Markt hier oben an dem Bereich 100. 16,95. Und wenn er sich dort sozusagen gut anstellt und die Korrektur etwas nach oben ausdehnt, ja, ähm, dann haben wir nach oben hin natürlich auch noch ein paar Marker offen, die wir durchaus anlaufen können. Und die lege ich jetzt einfach mal eben kurz in Magenta-Farbe rein. Ich will bloß mal kurz dieses dicke grüne Band hier rausnehmen, dass wir die Kursmarken besser sehen können in der Stunde. Da haben wir nämlich die Anlauflevel. Also Heißt hier oben, schaut euch an, hier oben drauf. Da haben wir ein Anlauflevel liegen. Hier haben wir ein Anlauflevel liegen. Das sind die Marke, die wir immer wieder sehr, sehr schön sehen können, wenn die Umkehr von unten tatsächlich kommt. Ne? Ich habe jetzt einfach mal den Rutsch nach unten gezeigt. Hier sehen wir es mal aus dem höheren Zeitrahmen raus, äh, mit reingezeichnet. Das ist der Abwärtsdruck und hier sozusagen der Abwärtstrend der Bewegungsarm den wir da haben und der kam auch mit Schmackes rein und hier sehen wir es schön nach unten trennten und wenn dieser gebrochen wird dann haben wir durchaus auch die Chance sozusagen eine Korrektur zu sehen und die Anlaufmarke haben wir halt da oben drinnen und das sind doch interessante Level das heißt wenn dieser Trend gebrochen wird ja das ist dann die Situation dass wir hier diesen Bereich hier oben, also diesen überschreiten, ja, dann wird der Aufwärtstrend bzw. der Abwärtstrend, der Bewegungsarm rausgenommen, also über der Marke von 1,168 und dann haben wir tatsächlich die Chance, die Oberseite wieder mit anzulaufen. Und jetzt schauen wir auf die Wunschmärkte und bei den Wunschmärkten haben wir Euro-Austral-Dollar. So, den haben wir da liegen. Sieht gut aus in den 15 Minuten. Ich blicke mal ganz kurz in die Woche rein, wo wir hier entsprechend stehen, weil da sind wir weiterhin verortet in einer ziemlich dicken Seitwärtsphase drinnen. Aber wir testen gerade so ein bisschen die Oberseite. Das ist halt das spannende Geschehen hier. Wartet mal, ich ziehe euch das mal noch rüber, damit wir mal sehen, welche Relevanz diese Marke jetzt hat, wo wir, wo wir hier gerade stehen. Ja, die Oberseite, diese Seitwärtsphase, die wir hier haben, die dauert halt auch schon eine ganze Weile an. Wir sind hier im Wochenchart und wenn wir das mal sehen, wir könnten da mal locker, locker bis ja, März 2019 hier zurückgehen, wo die Unterseite eine Relevanz bekommen hat. Dann gab es diesen großen Ausflug nach oben, die massive Abverkaufsphase und jetzt hängen wir wieder in genau dieser Range und zwar seit. wo haben wir es hier, Mai diesen Jahres. Und jetzt wird es interessant, wenn wir hier tatsächlich oben drüber rausfliegen sollten, dann haben wir gute Karten, die Oberseite ein bisschen anzulaufen. Das wäre dann der Bruch hier. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auf Tagesbasis an, weil da sehen wir, wo es rauskommt. Hier eine sehr, sehr stark nach oben laufend dynamische Bewegung. Ja? Und wenn wir uns das Ganze mal näher anschauen wollen, hier haben wir schon gute Anlauflevel da. Ne? Die hatten wir hier drüber schon mal besprochen. Die haben weitere Relevanzen. Und das ist das Interessante. Die Marker, die wir hier haben, wenn es hier tatsächlich durchaus nach oben raus geht, da warte ich mal den heutigen Tag ab, was hier passiert, ähm, dann haben wir durchaus Karten reinzulaufen, das heißt, wenn wir dieses Widerstandslevel rausnehmen, ist die erste Anlaufpunkte oder der erste Anlaufmarker ganz klar festgelegt hier oben an den Swing -Highs, die wir haben zwischendrin gelegen, hier diese Marker die haben wir da und die können wir wirklich sehr, sehr schön mit anlaufen. Und das sind halt einfach hier mal die Bereiche, wenn wir die 165.4 rausnehmen, bei 167.7 und die hier oben, die 100. Jetzt muss ich mal rangehen. 100. 69 und dann die 171,95. Gute Level auf der Oberseite, wenn es hier deutlich rausgeht. Das bleibt sehr, sehr spannend. Jo, das haut hin. Äh, und jetzt gucken wir uns noch die Indizes an. Das ist auch wieder schön, ähm, dass wir hier auch die diversen Trader haben. Der eine ist schon wieder long. Uh, der andere ist noch short unterwegs uh, in den Indizes und das ist das Schöne, ja. Im Trading, man kann halt mit beiden Richtungen Geld verdienen und die Kurse bewegen sich halt genau deswegen. Um Klasse, also das freut mich wirklich sehr. Wir schauen jetzt hier auf den SP 500. Der ist weiterhin verortet im Abwärtstrend und der Weg nach unten ist weiterhin auch gegeben. Das heißt, auch hier mal eine schnelle Analyse im, mit Blick erstmal in den Tageschart hinein. Hier sehen wir, wie der Markt nach unten strebt und die Anlaufpunkte auf der Unterseite möchte ich auch relativ schnell und kurzfristig mal mit anzeichnen. Also, das ist jetzt sozusagen hier, oh, Moment, der Abwärtstrend, den wir laufen haben. Ich habe es heute ein bisschen mit den Farben hier. Also hier, abwärtsgerichteter Markt, ganz klar, setzt sich nach unten fort, untergeordnet auch Trendfortsetzung. Und wie schon gesagt, die Anlauflevel, die wir haben, wenn wir jetzt tatsächlich diesen Bereich hier um die 2, äh, 3230 rausnehmen, dann haben wir die Level auf der Unterseite da liegen hier. Unten das Drehlevel bei 3.170, dann den kleineren Anlaufpunkt hier an dieser Stelle hier unten dieses kleine Zwischentieflevel bei 3.115 und dann kommen wir schon in den größeren Unterstützungsbereich hier unten um die Marke von 3.000 Punkten hier dieses Level ja das sehen wir beziehungsweise unten drunter sogar Richtung 3.250. Das ist jetzt ganz viel Luft, ja. Für die kurzfristigen Trader schaue ich mir das Ganze eben kurz nochmal im, im Stundenchart an. Da sehen wir die Abwärtsdynamik, die wir auch da haben. Das ist das, was ich gerade auch gezeigt hatte. Wir bekommen auch angezeigt, der Abwärtstrend ist da und wir sehen im Abwärtstrend auch sehr, sehr schön die Bewegungsarme und hier unten drehen wir uns momentan so ein bisschen um die 3.230 Punkte-Marke rum. Die Frage, ob es jetzt hier nach unten geht oder nicht, bekommen wir auch recht flott äh, sozusagen äh, gegeben und zwar, wenn wir hier unter das kleine Zwischentief laufen, also hier unter die 3220 setzt sich das, was wir hier gestern gesehen haben, erst einmal nach unten fort. Sollten wir allerdings oben drüber laufen, hier über diesen Bereich, hier über dieses kleine Zwischenhoch bei 3250, dann haben wir Chancen nach oben zu laufen. Das heißt, das würde dann entsprechend in einer Art und Weise so ausschauen, dass wir hier kurzfristig sozusagen den Aufwärtslauf bekommen und von unten raus dann treten können. Das wäre dann die korrektive Phase aus jetziger Sicht zur Gegenbewegung. Das Hin und Her geht sozusagen weiter. Äh, wir haben an den Börsen aktuell nicht wirklich viele neue Nachrichten. Das ist jetzt halt einfach das Getängel um die Richtungen. Wir haben Wahlkampf, wir haben Covid-19. All das ist natürlich jetzt eine Zeit, die auf die Märkte läuft. Und im Dow sieht es nicht anders aus an dieser Stelle wie auch gerade im S&P 500 hier das ganze Bild mal kurz im Tageschart mit drinnen wir sehen auch hier unsere Trading Linien der Vergangenheit sind mit drinne aber im großen Bild können wir einfach sagen auch der Dow hat momentan einen validen Abwärtstrend und dieser valide Abwärtstrend der setzt sich halt nach unten fort das heißt wir sehen es hier Bewegung Initiale Korrektur, Trendbildung, Anlaufmarker. Naherweise haben wir auch schon ein paar, die wir hier sehen können. Das heißt, wenn es hier unter das Tagestief weitergeht, nächster Anlaufpunkt hier, der Supportbereich bei, naja, was haben wir, 26.000 Zählern. Und danach, wenn es dort nicht halten sollte, hier mittelfristig weiter runter in diesem Bereich hier unten. Bei 25.400. Das sind mal ganz grob die Chartmarker, die wir im DAO auf Tagesbasis liegen haben. Das Ganze schauen wir uns jetzt gerne nochmal in der Stunde an. Da sehen wir ein ähnliches Bild wie das, was wir gerade im SP 500 gesehen haben. Ich raff's mal etwas zusammen. Also auch hier ganz klar, der Abwärtstrend ist da, der letzte Bewegungsarm ist ebenfalls da und im letzten Bewegungsarm wird es halt wichtig, dass wenn wir in die Korrektur reingehen, dass wir hier oben die Marke von, naja, knapp 26.700 Punkten rausnehmen, hier oben. Also Moment, dieses jetzt aber. Veralber mich mal nicht hier. So, ich habe heute kein Glück mit den Linien. Jetzt, so, also hier. 26.895, dort oben der Bereich rum. Wenn der wegfliegt nach oben, dann haben wir die korrektive Phase und dann können wir sagen, wo kann es hingehen. Und das wäre dann einmal hier, möglicherweise dieser Bereich und dann oben dieser ehemalige Schwungbereich hier oben, um die, naja, 27.120 bis 50 hier in diesem größeren Drehbereich. Und dann ist der Weg nach oben hin relativ weit, mit offen. Das der Blick in den DAU. Gut. Dann schaue ich mal ganz kurz, wie es ausschaut. Wie schon gesagt, die Frage, ob Long oder Short im Dow, das wird sich wirklich genauso wie im SP 500 erklären, wenn wir hier eine Auflösung bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier nach dem Rutsch von gestern halt so eine Art Box drin liegen. Und je nachdem, in welche Richtung die Box aufgelöst wird, geht es dann halt nach oben. Und das sind die Marker, die wir haben, die festen Linien. Und da müssen wir einfach hinschauen, wo es rangeht. Wie schon gesagt, wir haben... Die Marker definitiv auch da liegen. Auch im DAU haben wir natürlich auch auf der Unterseite noch ein bisschen was mit zum Anlaufen. Das hatte ich ja gerade auch im Tagesschatt gesagt. Die Marker sind definitiv da. Und wie ich gesagt, wenn wir hier nach unten gehen, hier, schaut mal, diese Linien, wie wir sie hier hinten sehen, diese Anlaufpunkte, ich kann es jetzt leider nicht größer machen, sonst sehe ich hier in der chart nicht mehr genug. Aber hier, diese Level haben wir immer wieder da, auch diese Drehlevel, die wir hier hinten in der Vergangenheit gehabt haben. Das wäre hier jetzt mal die Marke von 26.000 um die 550-Punkte-Marke. Das sind natürlich kurzfristige Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Wartet mal, ich muss mal kurz schauen, ob ich das so rauskriege. Und wenn wir das haben, na. Hier, naja, aber es nützt uns nichts wenn ich das jetzt so mache ähm, wir sehen einfach zu wenig Historie also was ich sagen wollte ist wichtigerweise die Marker die wir uns hier wirklich raussuchen wollen die liegen wie schon gesagt relativ nah in dem letzten Bewegungsarm für die Oberseite die Entscheidung wird getroffen was passiert unten fallen wir unter das Tagestrik drunter Eher sozusagen die Ausdehnung der Korrektur nach unten. Da können wir uns an den wichtigen Markern auf Tagesbasis mit orientieren. Wenn wir drüber gehen, dann haben wir schön die Chance, oben reinzulaufen und das Ganze mal kurz noch angeschaut. Das heißt, hier der letzte Bewegungsarm nach unten sozusagen. Hier, also dieser Rutsch, der sich hier nach unten ergeben hatte, den schauen wir uns jetzt mal noch in der kleinen Zeiteinheit an hier in den fünf Minuten. Und da sehen wir es hier unten, die Seitwärtsphase, die tingelt momentan so ein bisschen rum, aber hier mit Blick in den fünf Minuten chart da sehen wir durch diese sehr, sehr hohe, starke Dynamik wirklich nicht viel. Hier spielt eine Rolle, was wir im Tageschart gesehen haben. Hier dieser dicke, dicke Drehbereich zwischen ja, 27.080 bis hier oben 27.180. Das ist etwas, hier sehen wir es hinten. Das hatte Relevanz. Durchaus nach oben da. Und wie schon gesagt, dann haben wir hier noch dieses Bruchlevel mit drinnen liegen bei 26.990 Punkten. Und jetzt hier, wie schon gesagt, hier oben, dieses Zwischenhoch bei 26.800 und hier die 96 Punkte Marke. Das zum Dauer. Weitere Fragen haben wir gerade nicht. Das heißt an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat geholfen und gibt dem einen oder anderen gute Chancen für Trading Entscheidungen. Ein gutes Händchen wünsche ich, einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen früh um 8.30 Uhr zur Live-Besprechung der Märkte und danach Michael Vogt live hier bei Tickme. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss und danke.